Wieso, was geht, meine Freunde? Ich streame wieder um 14 Uhr Craft Attack. Ich bin ungefähr für 3 Stunden live, also kommt auf jeden Fall rum. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Wenn Pette das wirklich tun sollte, dann quitte ich. Ich mein's ernst, Mann. Dann bin ich wirklich raus. Ich meine das ernst, Alter. Dann bin ich wirklich raus. Da hab ich keinen Bock drauf. So, das Weiße Haus. Es steht Eider Daus, das Weiße Haus. Es ist errichtet. Grünes Haus, Vertan im Bau. Ah ja. Schön eigentlich. Hier ist ja auch sicherlich dann irgendwo mein Büro zu finden. Dann schauen wir mal hier das Weiße Haus an, oder? Grünes Haus an der Stelle auch. Schöne Büros auf jeden Fall. Groß genug sind sie ja. Dann müsste das hier ja folglicherweise das von Trimax sein. Das ist das hier, das Oval Office, oder wo ist das? Das hier oben. Ah, das hier ist Trimax Büro dann wahrscheinlich. Das Oval Office. Wie sieht's am Dach aus? Okay. Eigentlich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht mir ganz gut rein. Starkes Haus, Alter. Geht das eigentlich? Kann man... Oh! Oh! Dieser andere MLG, Alter. Habt ihr es gerade gesehen? UNESCO, oder? Ganz klares UNESCO. Ganz klarer UNESCO, Leute. So, wir machen heute die Kathedrale noch fertig. Ich wollte hier oben noch ein bisschen Leuchte einziehen, Alter. Und hier ein bisschen aufräumen und noch ein bisschen Verzierung reinmachen, wa, Alter? Das war natürlich lecker. Die Hochzeit wird wahrscheinlich jetzt doch am Sonntag schon stattfinden, Leute. Ich hab mir das anders überlegt. So. Aber die MLGs sitzen heute, ne? Kann man nicht anders sagen. Vielleicht habe ich heute ausnahmsweise mal Glück. Und wir schaffen den unendlichen MLG. Mal schauen, Leute. Vielleicht sterbe ich auch wieder, wer weiß. Nee, habe ich geschafft. Nice. Einfach. Da auf jeden Fall jetzt mal die Prime-Subs für, Alter. Ganz wichtig, Leute. Das waren jetzt alles eine Menge flawless MLGs. Und auch der hat schon wieder funktioniert. Alter, wo ist denn jetzt Kevins Lager? Unten ist sein Lager. Ach, hier. Ich sehe es schon. Krass, der hat jetzt gleich nochmal nach unten gewartet, der Psychopath. Der sieht doch deutlich geiler jetzt aus. Muss man ihm lassen. Bisschen eng, platzangstmäßig so. Alter, Kevin, du spinnst ja komplett. Der hat für jedes einzelne Item, was in Minecraft existiert. Ah, komm, nehmen wir schon mit, oder? Das zwei Stacks ist nichts für Kevin, der hat genug. Hat er hier, Alter, Kevin, für jede Glasfarbe, für jede Wollfarbe, für jede Koralle. Kevin, du spinnst. Du spinnst, Alter. Du hast echt ein Problem, Junge. Du hast ein geisteskrankes Problem, Alter. Ist schon krank OP, was Kevin hier hat, Alter. Muss man einfach mal sagen. Also, ist schon echt extrem insane. Was Kevin sich hier gebaut hat, Leute, was der sich hier ausgelassen hat, das ist anders krank, ehrlich, Alter. So, erstmal folgendes machen hier. Ah ja. So Leute, wir müssen das hier richtig, richtig geil machen einfach. Das ist für die große Hochzeit. Also ihr versteht sicherlich, dass es nicht billig aussehen darf, oder? Ich verstehe diese Dinger einfach nicht. Ich bin zu dumm dafür, Leute. Ich bin zu lost. Ich fühle mich gerade wie Trimax, Alter. Holy shit, Mann. Ich werde jetzt hier einfach eine komplette... Ah, okay, das geht nicht. Warum geht das nicht? Hä? Hallo? Hallo? Hä? Leute? Die gehen nicht unendlich weit in eine Richtung. Okay, das heißt, ich müsste jetzt nochmal connecten mit einem Block oder wie ist das dann? Also wenn ich jetzt hier sagen würde, wir machen es so, dann müsste auch wieder funktionieren, oder? Bruh. Nee, auch nicht. Nee, wäre auch sonst zu einfach für Minecraft, ne? Ja, komm mal, Leute, das mit dem Glowstone sieht schon viel, viel geiler aus, Alter. Wenn jetzt hier einmal drumherum ist, der Glowstone, dann kommt hier richtig schön. Setz TNT. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt hilft, Bro. Bin ich ehrlich, Alter. Boah, ich glaube, auf der Hochzeit, Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaube, da wird's ziemlich abgehen. Ich glaube, da wird's wirklich ziemlich abgehen, Mann. Also ich glaube, dass da womöglich etwas passieren wird. So, Bereich Headrit-mäßig irgendwas. Schauen wir mal. Ja, Leute, schaut mal hier. Sieht super beschissen aus, oder? Perfekt. Müssen wir nochmal anders machen. Rückbau auf jeden Fall, Alter. Ganz klarer Rückbau. Ganz klarer Rückbau. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Nope, nope. So. Checkt's aus, Mann. Checkt's aus. Ist nicht OP. Ist nicht OP, was wir über... Scheiße, Alter. Ich bin so dumm, Alter. Wieso spiele ich dieses Spiel und mir gucken dabei 8000 Leute zu? Bin ich ja Bock, Alter. So, jetzt... Ja, Mann, schon deutlich geiler. Wir ziehen das jetzt noch bis darüber mit Stein und dann habt sich die Sache. Dann ist das eine perfekte Church, Alter. Patrick hat mal irgendwas von der TNT-Kanone gelabert. Leute, ich schwör's euch, Alter, wenn Patrick diese TNT-Kanone hier auf diese Kirche machen sollte, dann bin ich raus. Ich mein's ernst, Alter. Wenn er das wirklich macht, also ganz ehrlich, gibt es Beweise dafür, meine Freunde? Weil wenn Patrick das wirklich tun sollte, dann quitte ich. Ich mein's ernst, Mann. Weil das ist so, so viel Arbeit gewesen, Alter, diese Church.
absolute UNESCO, diese Kirche, Leute. Also nochmal, sollte Patrick sich wirklich morgen wagen, hier oder am Hochzeitstag wagen, diese Kirche in irgendeiner Art und Weise zu beschädigen, dann bin ich wirklich raus. Ich meine das ernst, Alter. Dann bin ich wirklich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. So lange jetzt daran gesessen. Da wäre ich wirklich sehr, sehr genervt von. Muss ich ehrlich sagen. Also, keine Ahnung, weil das Ding ist halt einfach, es wäre wirklich dieser ganzen Sache überhaupt nicht gerecht. Also es wäre weder mit Roleplay zu verargumentieren, noch mit irgendwas anderes. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich habe so viel Arbeit reingesteckt, Alter. Ich fände es einfach zu crazy halt einfach, wenn er halt wirklich so viel kaputt machen würde. Ich fände es einfach nicht geil, muss ich ehrlich sagen so. Und ich wäre extrem genervt davon. Ich wäre sehr, sehr getriggert. Und ich glaube, das können die auch ein bisschen nachvollziehen, oder? Weil es ja nicht so, als hätte ich hier einfach irgendwas hingerotzt, sondern ich sitze ja schon seit mehreren Stunden an dieser Kirche, Alter. Also das ist ja wirklich ein bisschen aufwendiger als alles, was wir vorher gebaut haben, so. Und ich habe halt keinen Bock, dass, wenn jetzt hier diese Hochzeit ist, Alter, dass Pette diese komplette Kirche auseinandernimmt. Was ich ja in seinem Kontext irgendwie Roleplay-mäßig vielleicht fühlen könnte. Ich sage bewusst könnte. Aber ich fände es einfach too much. Ich fände es einfach too much und ich glaube, dass ihr das auch so seht. Ja, der ganze Chat schreibt schon nervt, Alter. So, Leute, hier kommt noch der Fesh-Keller rein. Nee, also kein Plan. Ich fände es halt einfach too much, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich fände es too much, dass wenn er jetzt hier mit einer TNT-Kanone oder sowas ankäme. Ich meine, ja, ich kann es irgendwie verstehen, aber dann bin ich halt wirklich raus, Alter. Dann bin ich halt wirklich raus. Überlegt mal, wie viel Zeit wir in diese Kirche gesteckt haben. So, ich werde jetzt heute noch den Hof davon machen. Alles heute, die letzten Folgen sind so ein bisschen entspannter. Wisst ihr, was ich meine? Übermorgen ist ja noch der Enderdrachenkampf. Und alles morgen Mittag werde ich auch nochmal streamen, Leute. Ich denke mal, ich werde morgen Mittag den ganzen restlichen Vorbereitungs-Shit machen, so mit G-Tank zusammen für die Hochzeit. Samstag Enderdrachenkampf. Und ich würde nicht sagen, dass Patrick eifersüchtig oder so ist, aber ich glaube halt, dass Patrick auf jeden Fall der Meinung ist, es wäre fein, wenn er das kaputt macht, was es überhaupt nicht ist. Also was halt wirklich nicht ist, weil sein Schuss halt, oh mein Gott, holy Schuss, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Aber ganz schnell raus hier, Jungs. Wo kommt ihr denn her? Es geht jetzt ab, Alter, holy Mann. Kistensortierung mal wieder komplett für den Arsch hier, man kennt mich. Muss man durch, ne, muss man durch, Leute, was soll ich jetzt sagen? Ich find's einfach dann... Ich meine, schaut euch das Ding mal bitte von oben an. Wie krass die aussieht so. Und sein Haus sah halt richtig, richtig, richtig beschissen aus. Wisst ihr, was ich meine? Sein Haus sah halt wirklich aus wie... Ja, wie so hingerotzt. Schaut euch mal dieses Ding hier an. Holy Scheiße, Alter. Wie geil ist das bitte, Mann? No flex so, aber... Sieht halt einfach geil aus. Kein Plan, Alter. Ich weiß es nicht, Mann. Also ich würde es auf jeden Fall... Leute, was ist denn hier mit diesen Creepern los, Junge? Early Boy, lass uns reden, Alter. Was hast du eingestellt? Kranker Kerl, Junge. Also ich hab halt wirklich Schiss davor, versteht mich nicht falsch so. Oh geil, ich lieb's, wenn hier ein Delfin ist, Alter. Ich müsste auf jeden Fall mal einen Delfin hier trappen, damit wir einen Delfin-Boost haben. Ich freue mich, wenn wir jetzt den Enderdrachen legen. G-Time wird direkt so viele von diesen Elytra-Dingern holen, Alter. Und dann können wir damit komplett rumflyen und alles, Alter. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Also, das Ding ist halt, Leute, schaut mal. Klar, so, man kann unter dem Roleplay-Aspekt vieles machen. Aber ich glaube, wir sind uns da alle ziemlich einig, dass das zu weit gehen würde. Deutlich. Deutlich zu weit. Ja, das Ding ist halt, nein, Chat, ihr versteht mich nicht falsch, ich bin nicht am Rumheulen oder so. Das Ding ist halt einfach nur, dass klar, Roleplay und alles ist fein und es ist cool. Aber wenn man jetzt überlegt, es wird ein ganzes Gebäude, Alter, an dem eine Woche gearbeitet wird, gesprengt. Keine Ahnung, Alter, wie ich damit umgehen würde. Also bin ich ehrlich so, fände ich einfach zu krass. Punkt. Ah, komm, Alter, stellen wir einfach noch eins. Machen wir doch eins so hier oben drauf, oder? Kommen wir hier so dran? Ja, perfekt. So, Licht ist auf jeden Fall auch genug da. Das Ding ist ausgeleuchtet hier in die Ecke, tun wir noch irgendwas rein. Und dann machen wir uns jetzt hier unten an den Fesh-Keller noch ran. Und runter hier, Leute. Der geile Fesh-Keller. Let's go. Man soll hier beerdigt werden, aber man soll hier auch b***en können. Fashion. B***en habe ich nie gesagt. What the fuck, Alter. Aber ich glaube auch, dass, wenn man das halt vorher sagt, dass so hohl Petter doch ist, dass er dafür dann trotzdem irgendwie ein Stück weit Verständnis hat. Wisst ihr? Auch wenn man Petrit eigentlich nicht so einschätzen sollte, glaube ich, versteht er das dann doch ganz gut. Jetzt mal ganz ehrlich, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass ihr das macht? Das ist für sehr unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, weil ich es halt vorher angekündigt habe, wie ich dann reagieren würde. Deshalb glaube ich, dass nichts passiert. Beziehungsweise hoffe ich inständig. Und ich halte Patrick immer noch, vielleicht ist das ein Fehler von mir, für einen Menschen. Ich glaube nicht, dass er komplett durchzieht. Das wäre zu insane. Ich glaube auch, Patrick weiß, wo die Grenzen liegen in diesem Projekt. Auch an die Leute, die gerade das Video schauen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, Alter. Ich würde es gerne wissen, was ihr davon haltet. Ist also auf jeden Fall genug Platz für einen schönen Fashraum, Alter. Deshalb sage ich es ja jetzt auch hier im Video, Leute. Ich sage es doch jetzt hier bewusst, dass ich das too much fände. Ich weiß halt nicht, ob ihn das juckt, das ist das Problem. Ich weiß halt nicht, ob er so reflektiert ist. So, der Boden sieht absolut scheiße aus. Machen wir wieder weg. Aber so viele kranke Bauprojekte hier vor. Ach Leute, ist es nicht entspannt heute? Was mache ich denn hier, Alter? Bin ich lost? Ja. Hier eine Tür runter zum Strand, maybe sogar mit direkt schönem Zugang, Leute. Was sagt ihr? Eigentlich geil, oder? Eigentlich geil. Draußen so ein Rosengarten mit so einem Fashgarten auch noch, Leute. Garten, der nur fürs Fashion da ist. Auch stark.
Ist OP, kann man nicht anders sagen. Muss man aber mal reingehen, Leute. Ich fände es so geil, wenn ich irgendwann... Ich habe mal vor, Leute, ich mache irgendwann einen Club aus, der einfach Feschkeller heißt. Würdet ihr hingehen? 10 von 10, oder? Eins in den Chat, wenn ihr hingehen würdet. Perfekt, aber ihr müsst dann auch da feschen, ne? Das wisst ihr. Ganz wichtig. Ich mach einfach Merch, wo drauf steht, let's fesch, Junge. Fesch it in. Wie dann nicht? Dann ist recht, oder? Holy Sch**, nicht dumm, Alter. Hä? Na, ist mein Gehirn eigentlich lost? Was mache ich für eine Scheiße, Alter? Die nicht ja voll Trottel. Och Mann, Alter. Mach einfach die Decke eins weiter, ohne Sch**, Mann. Ich bin nicht schlecht in diesem Game. Ich sollte es dringend deinstallieren, Alter. Richtig. So, Leute, denkt dran, wenn ihr nicht wisst, wo ihr mit eurem Abfall, immer ins Meer damit, ne? Ihr kennt das. How dare you? Alter Mann, was ist denn mit mir los? Warum bin ich denn so schlecht? Kommt schon, Wind triggert, dass ich das mit der Schaufel hier abbaue. Und mit der Pickaxe abbaue, nicht mit der Schaufel. Schon eine Menge, Leute, das weiß ich. So. Gruft Nummer 1. Auf Ehre. Sehr stark, sehr stark. Kann man nur appreciaten. Wer ist denn beim Enderdrachenkampf dabei, Leute? Und checkt auf jeden Fall hier aus. Am Samstag, Alter. Glaubt ihr, Trimax wird dabei sein? Und wenn ja, wie lost wird er sein? Ich sehe eine Menge plus 1 im Chat. Stark, sehr gut. So gehört es sich. Bin auf jeden Fall auf die Hochzeit gespannt, Mann, was passieren wird, Alter. Das, wird sicherlich spannend. In jeglicher Hinsicht, so. Scheiße, mein eigenes Gebaute. So hart mit meinem Head. Hä? Hä? Holy Mann, ich hab keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, Mann. Bin zu dumm. Bin zu dumm für alles, Alter. Ich schwör's euch. Ja, Mann, jetzt stimmt der Hase. So. Und das ist auch eine geile Kirche, Leute. Hier darf man mal gern gefescht werden, Alter. Ganz wichtig. Das ist so eine katholische Kirche, wo man nichts machen darf, sondern hier darf man mal reingesteckt werden, wisst ihr? Mal schön, wenn man Bock drauf hat halt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier Fenster drin haben möchte. Ich glaube nicht. Weil ganz ehrlich, Leute, die einzigen Fenster, die ich mir vorstellen könnte, sind, mag jetzt vielleicht crazy klingen, aber hier solche. Weil alles andere passt halt nicht. Könnte halt so einen hier machen, wisst ihr? Ne, andere Fenster kann ich mir nicht reinziehen, Leute. Tut mir leid. Lila Scheiben. Ne, passt nicht. Passt nicht. Ich möchte es so haben. Ja, sieht halt aus wie ein Knast. Ich weiß, Alter. Aber ganz ehrlich, Alter. Ich find's geil. Ich find's geil. So, es ist ein Fetch-Keller, Leute. Da ist nicht irgendwas Scheiße. Nee, oder? Oh nein. Och, Mann, Alter. Mann! Mann, Alter, ich hasse Minecraft so sehr, dieses Bastardspiel. Mein Zerstör. Alter, richtig, richtig peinlich, Mann. Richtig peinlich. Das vor so vielen Zuschauern. Ist ja nicht so, als wäre ihr ja schon bei mir gewöhnt, ne? Irgendwo schon casual eigentlich. Sollen wir Spark hier in den Feschkeller holen, Leute? Mal wegfashen, Alter. Weil Spark ist ziemlich thick. Wisst ihr, was ich meine? Heute ein sehr ruhiger Stream. Heute wirklich ruhiger Stream. Kann man nicht anders sagen, Leute. Heute ist extrem entspannt, Alter. Normalerweise ist es immer ein bisschen lauter hier, ja. Aber heute ist einfach ein ruhiger Tag und das müssen wir uns auch mal reingönnen. Ja, das ist auch wichtig. Jetzt stimmt's, ne? Jetzt. Oder? Na, noch nicht ganz. Hier, eine Kerze hin, da. Perfekt. Geiler Fetch-Keller. Hier muss noch eine geheime Tür hin, Alter. Das sieht aus wie das perfekte Versteck von einem Pädophilen. Genau das soll es sein, Leute. Genau das soll es sein. Genau das soll es sein. Ja, ich weiß gar nicht, was euer Problem jetzt dabei ist. Also. Sehr schösch. Guck mal hier, Leute. Und das ist wieder mal so ein Lifehack. Wenn man hier nochmal ein bisschen Erze reinsetzt, dann sieht das alles so, ja, so richtig schön natürlich aus. So. Was ich jetzt machen werde, ist ein Bald-Ass-Move, meine kleinen Motherfucker. Jetzt wird's spannend. So. War auch wieder viel zu viel. Eigentlich hätten die 16 Stück auch gereicht. Aber egal. Lost. Das war's mit meinem Waterbucket. Moment. Geht das nicht? Hä? Ich will rote Treppenstufen haben, Alter. Geht die Piste immer noch? Ist das in der... Ton? Ton? Wie mache ich denn Ton, Alter? Hey! Wie mache ich Ton? Hey! Clay. Hardened Red Clay. Och, Scheiße, Mann. Alter, das ist ein belastender Moment wieder, Leute. Komm, Habibi. Wir zwei fahren jetzt weg. Wessen Haus ist das denn, Alter? Von wem ist das? Sieht aus wie aus einem Spielzeugland. Och, Mann, Junge. Jetzt muss ich hier Ton suchen, Alter. Holy shit. Och, Dicker, wie belastend. Du buggst, MLG. Du buggest. Wenn es hier keinen Ton gibt, dann raste ich aus. Wo haben wir Clay? Der guckt bestimmt schon wieder richtig behindert, dieser Spark auf Phoenix. Och, Mann, Alter. Och, Mann, ey. Jetzt muss ich wieder bei G-Time stealen gehen. Spark hat wieder nichts im Angebot, was einem weiterhilft. Was macht der hier?
Perfekt. Achtung, Water Energy, Leute, mit leerem Eimer. Perfekt. Achtung, Water Energy. Oh, geht ja nicht. Der Eimer ist ja leer, lol. Perfekt. Spark, am Sonntag, ne? Ja. Der Trauzeuge darf ja nicht mit der Braut schlafen. Das möchte ich nur nochmal sagen, ne? Ich glaube, so funktioniert das ja. Gut. Nur, dass du es weißt. Okay. Spark, ich wünsche mir auch zur Hochzeit 80 Subs. Alter, ey, Spark, ich werde dir niemals Clay finden in diesem gottverdammten Spiel. Gamers Time ist da. Guck mal einer an. Der wird mich jetzt gleich verprügeln, weil ich sein halbes Lager leer geklaut habe. Spark, wir halten da zusammen, ne? Also willst du mich jetzt damit reinziehen? Wir haben nur gesehen, wie Patrick Offfield das gemacht hat. Stimmt, ich habe schon bei dir ein bisschen was genommen, Clevin, ne? Warum? Weil ich eben Patrick davor bewahrt habe, wie er Offfield noch mehr geklaut hat. Patrick? Ja. Der war doch heute gar nicht da. Doch, doch, der war eben kurz hier. Doch, aber der hatte Dings Silent Lock. War der nicht? Doch, Silent Lock. Spark, sag doch auch mal was. Ja, es war safe Patrick. Siehst du? Da bin ich mir ganz sicher. Alter, wo finde ich Ich drehe gleich durch, Mann. Ich bring mich jetzt einfach um. Ich habe schon gesagt, sollte Patrick meine Kirche sprengen, quitt ich das Projekt übrigens, ne? Also meinst du jetzt Real Talk, also auch nicht RP-mäßig? Nee, nee, also Real Talk, wenn er, absolut, wenn die... Absolut, jetzt, also sag mal jetzt ernsthaft, jetzt richtig Real Talk, also kein Junge, RP. Weißt du, wie viel Arbeit da drin steckt? Okay, ja, das wollte ich nur wissen. Weil dann spreng ich sie jetzt nicht. Wenn ich jetzt einen Clayblock brenne, wird daraus Terrakotta, oder? Ja. Ja, meine schon. Wo ist mein Lama? Wo ist mein Lama? Angenommen, Spark, man sagt zu einer Frau, mein Sticky Piston würde ich gerne in dich rein redstonen. Funktioniert das? Ich sehe das einfach mal als ein Ja. Sag mal, kann ich mit Terrakotta auch keine Stufe machen? Doch, kann man. Geht nicht. Was? Doch, du musst in die Steinsäge musst du die tun. Kann man mit Beton auch Stufen machen? Ja, musst du in die Steinsäge tun. Mit Beton hätte das auch funktioniert mit Stufen? Ja, musst du nur in die Steinsäge tun. Ich Idiot bin die ganze Zeit rumgelaufen wie die Scheiße hier, Alter. Dämlicher Chat, Mann. Ich hab euch. Boah, ich will dich. Ey. Diesen neuen Maschinen oder so. Ja, wie mache ich das jetzt hier im Stonecutter? Ich habe mir den Red Terracotta da reingelegt und jetzt? Ja, musst du zur Treppe machen. Es geht nicht. Ja, dann geht das nicht. Schleifstein. Ja, mit dem Schleifstein. Concrete, kann ich damit Treppen machen? Erstmal musst du die mit dem Schleifstein bearbeiten, die Dinger, ne? Ja, ich mach mir meinen. Das ist so gelogen, du Assi. Wer? Ach Mann, Alter, ich setz mich jetzt mit dem nackten Arsch in diese Kettensäge, Alter, diese Kreissäge. Junge, gibst du mir richtig rein. Komm. Scheiße, Alter. Ja, toll, jetzt hab ich das alles umsonst gemacht. Ja, Leute, Mann, alles umsonst gemacht. Alles umsonst. G-Time, Alter, der wird's doch bereuen, wenn er es weiter so macht. Ach Mann! Mann, Alter, nee, ja, Mann, alles Scheiße. Der Beistuhl fehlt noch. All um den baue ich jetzt hier vorne hin. Hier kommt ein Beistuhl hin. Ein Beistuhl. Oliver, warst du letztes Mal beischen? Beichten? Beischen. Noch nie. Beischen war ich auch noch nie. Das ist kein Beistuhl, sondern ein Beistuhl, ne? Und was macht man beim Beischen? Ja, man beischt halt. Man beischt halt seine Sünden. Kevin, möchtest du deine Sünden beischen? Ja. Wann hast du das letzte Mal großartig gesündigt? Gestern. Was hast du gemacht? Ich habe mit dir gespielt. Okay. Hey, so. Herr Pfarrer. Hier, erstmal meine Kirchensteuer. Moment, nicht jetzt, stopp. Nicht, nimm das weg. Nicht auf dem unheiligen Boden hier, Moment. Oh, es tut mir leid. Stopp! Moment, ich brauche Beichtmusik. So, Early Boy. Tritt in die Kathedrale ein. Tritt in den Beistuhl ein, in den Beistuhl. Ist der Beistuhl aus Eichen? Rein! Early Boy. Early Boy, zieh deine Rüstung aus. Zieh deine Rüstung aus, ich hab Nein gesagt zur Kirchensteuer, jetzt noch nicht. Ich hab keinen Platz. Rüstung ausziehen, zeig deinen Arsch, spring auf den Tresen und zeig deinen Arsch. Du darfst beischen nun, erzähle mir. Sehr geehrter Herr Pfarrer, ich habe gesundigt. Early Boy, du hast gesundet. Beiche deine Sünden. Ich habe Patricks Haus in die Luft gesprengt. Early Boy, aus welchem Grund? Sünde? Weil wir eine Hausdurchsuchung bei ihm durchführen wollten und ich habe einen Fehler bei der Ramme gemacht, als ich mir Zugang verschaffen wollte. Was machst du beruflich, Early Boy? Polizist. Du bist Polizist, also. Oh. Early Boy, deine Sünden kannst du mit einem Ablassbrief loswerden. Atlasbrief? Atlasbrief. Adalas? Early Boy, ein Adalasbrief. Ein Adalasbrief kostet 20 Euro. Oder 10 Diamanten. Euro?
Dann ist deine Sünde vergeben. Hättest du nicht von den Diamanten gesagt, hätte ich jetzt mal wieder los. Okay. Warte, ich mach das Ritual, dass deine Sünden weggehen. Okay, jetzt hier, nimm das Baby. Baby zurück. Baby zurück, schnell. Fische, gib die Normen Ritter. Vorne schnell, hier vorne hingehen. Dreimal hier hinknien und zu Normen Ritter beten. 1, 2, 3, los. Norman, nicht ohne deine Fischis. Perfekt. Deine Sünden sind damit erlassen. Early Boy, du musst noch deinen Adalasbrief kaufen. Wie teuer ist der Ananasbrief? 3 Subs. Danke, Early Boy, für 3 Gifted Subs an Kasche, Golden Boy und Mascarello. 77 Leute. Sehr schön, Early Boy. Und ich würde sagen, das war's vom heutigen Livestream, meine Freunde. Ich muss nämlich jetzt auflegen gehen. Ich mache nämlich jetzt Musik. Tolles Ende mit 12.000 verwirrten Menschen, die sich gerade fragen, was zum Teufel habe ich mir gerade die letzte 3/4 Stunde reingezogen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Kevin, du hältst jetzt an der Stelle ganz kurz mal das Maul. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich habe morgen Geek, so wie Trimax sagen würde. Tatsächlich, ja. Ich habe morgen Geek. So, ich wünsche euch eine ganz geile Zeit da und wir sehen uns morgen Mittag wieder. Morgen Mittag, Leute, ja? Morgen Mittag geht der Hase steil den Berg hoch. Also dann, tschüss.